Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum zu dokumentieren, wie die ARD Aussagen von Alice Weidel im Vierkampf mit Vorsatz verzerrt und falsch darstellt. Ein Stück weit geht es auch der Linken so. Es ergibt sich hier ganz eindeutig der Eindruck, dass jeder, der eine nicht explizit russlandfeindliche Position vertritt, bewusst verzerrt wiedergegeben wird und die Moderation alles dafür tut, diese Leute vor dem Zuschauer heimlich verächtlich zu machen. Im Folgenden der Originalausschnitt mit Alice Weidel im Vierkampf, danach die ARD-Zusammenfassung. Jetzt sind wir beim Thema Außenpolitik im weitesten Sinne. Und die erste Frage ist, sollte Deutschland raus aus dem Euro? Bitte Daumen hoch oder Daumen runter. Raus aus dem Euro. Okay. Dann nächste Frage. Die Gaspipeline Nord Stream 2 ist fertig. Ein gutes Projekt? Zweifel bei der FDP, aber Ablehnung. Ja, Bedingungen. Ja, bei der Linkspartei. Und letzte Frage in dieser Kurzfragerunde. Soll die NATO abgeschafft werden? Einmal hoch bei der Linkspartei. Ein klares Bekenntnis von Frau Wissler zur Abschaffung der NATO. Sie haben sich auch schon dafür ausgesprochen, ein neues Sicherheitsbündnis zu schaffen, Russland auch damit einzubinden. Russland ist ein Staat, der die Krim völkerrechtswidrig annektiert hat, ist ein Staat, der politisch Andersdenkende in Straflager schickt. Ist das wirklich der strategisch wichtige Partner für Deutschland, mit dem man militärisch kooperieren sollte? Also wir wollen die NATO auflösen und überführen in ein kollektives Sicherheitsbündnis. Und wenn wir uns die NATO heute anschauen, dann können wir ja auch feststellen, dass ein Land wie die Türkei Mitglied der NATO ist. Ein Land, das Waffen geliefert bekommt, zum Beispiel aus Deutschland, das die Opposition unterdrückt, Krieg gegen die Kurden führt, in Syrien eine ganz furchtbare Rolle gespielt hat. Also die NATO-Mitglieder haben ja in Syrien faktisch auf unterschiedlichen Seiten gekämpft. Und wir sind der Meinung, dass wir ein kollektives Sicherheitsbündnis brauchen, dass wir Entspannungspolitik brauchen und dass wir Abrüstung brauchen. Ich kritisiere die Annexion der Krim, ich kritisiere den Umgang Putins mit der Opposition in Russland. Wir sind aber der Meinung, es darf keinerlei militärische Konfrontation geben und deswegen sind wir der Meinung, wir brauchen kein Säbelrasseln, sondern wir brauchen weltweit Abrüstung und Entspannungspolitik, um neue Kriege, um militärische Eskalation zu verhindern. Okay, Sie gehen auf Russland zu, eine Diktatur. Frau Weidel, bei Ihnen steht im Programm, Sie wollen eine ausgewogene Partnerschaft mit Russland und den USA. Sind Sie sich jetzt eigentlich einig mit der Frau Wissler? Also an den, sehr interessant, an den äußersten politischen Rändern hat man ein gewisses Faible für Russland und Putin. Das habe ich doch überhaupt nicht gesagt. Es geht doch nicht um ein Faible für Russland, wenn man sagt, dass man keine militärische Eskalation mit Russland möchte. Aber auch vor dem NATO Hintergrund denn, der deutschen Geschichte, wo dass man NATO eine... Das denn? Wo gibt es denn Säbelrasseln der NATO? Natürlich gibt es fragen ein Säbelrasseln, Sie, wenn im Rahmen... Mal die von baltischen Defender. Staaten und Polen. Natürlich auch, gibt es ein Säbelrasseln, wenn bei Defender 2020 Nein. tausende Soldaten in Deutschland den Erzfall. Nur ich finde diese Unterstellung nicht in Ordnung. Ich habe überhaupt keine, das habe ich eben deutlich gesagt, ich habe überhaupt keine Sympathien für das aber russische die Regime. Die NATO soll sich verändern. Wie sieht es bei Ihnen aus, als Sie gegen die Frage, Frau Weidel? Den Kosovo-Krieg. Wir brauchen Russland als Partner. Wir brauchen auch die Volksrepublik China als Partner, genauso wie die USA. Und dementsprechend stehen wir für ein entspannteres Verhältnis mit Russland, weil Russland ein wichtiger geostrategischer Akteur ist. Und wir haben ja auch als Partei uns ganz klar gegen die Russland-Sanktionen gestellt. Wir wollen sie ersatzlos abschaffen. Trotz der weil sie eben, Annexion darf ich, der Krim. Darf ich das bitte zu Ende führen? Darf ich auch mal ausreden? Ja, klar, aber es ist eine ja, Frage. Genau, richtig. Ja, und ich würde es sehr gerne beantworten, auch wenn Sie mich nicht antworten lassen, dann führt die Diskussion einfach zu nichts, nicht wahr? Gerne. Die Russland-Sanktionen führen zu nichts. Also grundsätzlich sind Sanktionen ein Mittel, die eigentlich nie denjenigen treffen, den sie treffen wollen, sondern und zwar die Machthaber. Sie treffen immer die Unternehmen, die Menschen. Und sie treffen vor allen Dingen auch unsere einheimische Industrie, beispielsweise die baden-württembergische Industrie, die jetzt eben mit Russland keine Verträge mehr machen kann. Und dementsprechend ist es auch wirtschaftsschädigend. Sie führen zu nichts und wir sollten wirklich dafür sorgen, und die Bundesregierung täte sehr gut daran, für eine Entspannungspolitik zu sorgen, dass wir ein deutlich freundschaftlicheres, also diplomatischeres
entspannteres Verhältnis mit Russland, aber auch, und das halte ich für noch gefährlicher, mit der Volksrepublik China eben auch aufrechterhalten. Freundschaftlich haben Sie jetzt nicht ausgeführt, haben Sie wieder gestoppt. Sie wollten eigentlich freundschaftlich sagen. Ja, weil es wichtig ist, in der politischen Auseinandersetzung, vor allen Dingen auch auf dem diplomatischen Parkett, ist es wichtig, dass sie ein entspanntes Verhältnis haben und auch Gesprächskanäle offen halten. Und ich sehe wirklich mit Verwunderung, wie auch Heiko Maas in seiner außenpolitischen Ausrichtung eine Politik fährt, die auch der Volksrepublik China vor den Kopf stößt. Also das halte ich wirklich für gefährlich und da sollte man deutlich besonderer und auch klüger außenpolitisch vorgehen. Herr Lindner, wie bewerten Sie diese Positionierung gegenüber Russland dieser beiden Parteien? Kritisch. Die Gleichsetzung der USA mit Russland und China, wie wir es gerade gehört haben, halte ich für falsch. Die USA sind ein Partner, der unsere Werte von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Marktwirtschaft teilt. Zwischen Christian Lindner, Alice Weidel, Janine Wissler und Alexander Dobrindt ging es dabei hoch her. Und es wurden sehr unterschiedliche Positionen deutlich, etwa in der Sicherheitspolitik, der Rentenfrage und beim Thema Klimaschutz. FDP-Chef Lindner wohl schon bald in der Rolle des Königsmachers. Die spannende Frage zwei Wochen vor der Bundestagswahl, wie loyal steht er zur Union? Und kann die Linke die Sorgen vor einem rot-rot-grünen Bündnis nehmen? Und dann ist da noch die AfD, ohne jede Regierungsoption, aber mit scharfer Rhetorik. Der Vierkampf machte seinem Namen alle Ehre, etwa bei der Frage, wie die Rente finanziert werden soll. Wir nennen das Generationenrente und ja, das ist eine kapitalgedeckte neue Säule für die Rente, die von Beginn an, das heißt von Geburt an angespart werden muss. Nur das sichert auch langfristig dann die Renten und schützt vor Altersarmut. Wir müssen doch die gesetzliche Rente so stärken, dass die gesetzliche Rente nicht nur dafür reicht, um Altersarmut zu verhindern, sondern dass jeder in diesem Land im Alter in Würde leben kann. Lindner sagt, dieses System stoße an seine Grenzen. Weil die Beitragsbemessungsgrenze... Nein, aber das... Jetzt reden Sie über die Beitragsbemessungsgrenze. Das heißt, Sie wollen jetzt zusätzliches Geld ins System bringen. Ja, natürlich das heißt, müssen Sie jetzt zusätzliches Sie Geld ins System bringen. Ja, aber das ist ja eine Belastung. Wenn Sie sagen, Sie wollen die Beitragsbemessungsgrenze... Für die allermeisten Menschen in diesem Land nicht. Wenn Sie die Beitragsbemessungsgrenze erhöhen, dann werden diejenigen, die in besonderer Weise etwa für Arbeitsplätze sorgen, die privat investieren sollen, etwa als Handwerksbetriebe, die wollen Sie zusätzlich belasten. Muss man ja nur sicherheitshalber sagen. Ja. Heftiger Schlagabtausch auch beim Thema Außenpolitik. Wir brauchen Russland als Partner. Wir brauchen auch die Volksrepublik China als Partner, genauso wie die USA. Die Gleichsetzung der USA mit Russland und China, wie wir es gerade gehört haben, halte ich für falsch. Die USA sind ein Partner, der unsere Werte von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Marktwirtschaft teilt. Wir sind in einem gemeinsamen Bündnis. Ich kritisiere den Umgang Putins mit der Opposition in Russland. Wir sind aber der Meinung, es darf keinerlei militärische Konfrontation geben. Und deswegen sind wir der Meinung, wir brauchen kein Säbelrasseln, sondern wir brauchen weltweit Abrüstung und Entspannungspolitik. Wir wollen die NATO auflösen und überführen in ein kollektives Sicherheitsbündnis. Sie lehnen grundsätzlich die NATO ab, Sie lehnen grundsätzlich eine Sicherheitsarchitektur an der Stelle ab. Haben Sie das eigentlich schon mal mit Frau Esken besprochen oder Olaf Scholz, mit denen Sie ja gemeinsam regieren wollen? Erwarten Sie darauf jetzt eine Antwort, oder? Eigentlich ja. Unterschiede sind klar geworden. Die FDP in einem Dilemma. Sie hat die Qual der Wahl. Jetzt stellen wir fest, dass die Union leider überraschend geschwächt ist. Wir sehen den rot-grünen Flirt mit der Linkspartei. 75% Spitzensteuersatz, Enteignung, Politik gegen das Auto aus der NATO raus. Und da kommt der FDP also eine besondere Verantwortung zu, eine Politik in der Mitte zu organisieren. Die Linken wiederum haben nur eine Chance, in die Regierung zu kommen. Wenn es am 26.09. eine Mehrheit gibt für SPD, Grüne und Linke, eine rechnerische, dann sollten wir sehr ernsthaft darüber reden, wie wir einen Politikwechsel gestalten können. Für alle vier Parteien gilt, sie wollen jetzt vor allem für sich selbst und nicht für ein Bündnis werben. Ich spreche nun mit dem Politikwissenschaftler und Juristen Albrecht von Lucke. Guten Tag. Spielt man zusammen mit Putin? Ist Putin sogar Partner, was ja die AfD formulierte? Löst man sogar, wie die Linkspartei sagte, von daher die NATO auf? Da gab es also durchaus Übereinstimmungen, wohingegen natürlich zwischen FDP und CSU ohnehin in vielen Themenbereichen kaum ein Blatt Papier passte. Und hier standen sie auch ganz klassisch als Verteidiger der NATO zusammen. Das war der markanteste Unterschied.
Die AfD hatte natürlich immer das Glück, dass sie mit ihrer Fundamentalposition durch Alice Weidel sich kenntlich machen konnte. Leugnung von Klimapolitik, Leugnung auch von Corona. Aber meinem Eindruck nach war das nicht unbedingt etwas, was die AfD nur stark gemacht hat. Das ist Fundamentalopposition. Da hat sich die Linkspartei eleganter und klüger verteidigt. Albrecht von Lucke, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Was ist in der Zusammenfassung auffällig? Die Moderation tut ganz neutral. Ganz genauso der Kommentator Albrecht von Lucke. Sie möchten hier den Eindruck erwecken, die Tagesschau macht hier eine einwandfreie Berichterstattung über den Vierkampf. In einer Art und Weise, wie man besser den Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen gar nicht erfüllen kann. Der Zusammenschnitt ist aber tendenziös und verzerrend. Auffällig ist, dass Christian Lindner 62 Sekunden zitiert wird, wohingegen alles weiter nur 5 Sekunden zitiert wird. Wissler hat mit 40 Sekunden ebenfalls etwas mehr Redezeit, aber es ist so, dass immer entweder Lindner oder Dobrindt das letzte Wort bekommen. Vor allen Dingen Lindner. Bei Lindner ist es so, dass auch er im Vierkampf nach Alice Weidel drankommt. Und er mit Absicht die Aussagen von Weidel verzerrt. Die Gleichsetzung der USA mit Russland und China, wie wir es gerade gehört haben, halte ich für falsch. Wenn man sich Alice Weidels Aussagen anguckt, wird aber ganz eindeutig deutlich, dass das nicht der Fall ist. Erstmal möchte Alice Weidel im Gegensatz zu Wissler die NATO nicht abschaffen. Und sie redet dann von einem freundschaftlicheren, diplomatischeren, entspannteren Verhältnis zu Russland. Wir sollten wirklich dafür sorgen, und die Bundesregierung täte sehr gut daran, für eine Entspannungspolitik zu sorgen, dass wir ein deutlich diplomatischeres, entspannteres Verhältnis mit Russland, aber auch, und das halte ich für noch gefährlicher, mit der Volksrepublik China eben auch aufrechterhalten. Es ist doch auffällig, dass der Moderator in der Sendung ihr das Wort freundschaftlich in den Mund legt, obwohl sie das gar nicht gesagt hat und sehr wahrscheinlich auch nicht sagen wollte. Sie sprach von entspannterem Verhalten und sie hat das freundschaftlich verschluckt, aber es ist sehr eindeutig, dass sie natürlich freundschaftlich her meinte. Freundschaftlich haben Sie jetzt nicht ausgeführt, haben Sie wieder gestoppt. Sie wollten eigentlich freundschaftlich sagen. Auch Wissler, für die ich ansonsten keine besondere Sympathie hege, macht die Aussagen, die vollkommen vertretbar sind. Dass man sagt, man möchte das so und so haben, man möchte keinen Krieg. Daran gibt es nichts zu beanstanden. Schon in der Sendung wird aber auch Wissler verzerrt. Ihr wird unterstellt, man wolle Russland in den Hintern kriechen. Nur weil man normale Beziehungen zu Russland haben möchte, wie man es zu allen Ländern der Welt hat. Es wird hier gezielt mit ausgrenzenden Begriffen gearbeitet. Es ist von politischen Rändern die Rede, das heißt am Rand, das ist immer extrem, das sind die Außenseiter, das sind die Unnormalen, das sind die Merkwürdigen, die Verachtenswerten. Und Sie beide hätten ein Faible für Russland. Weil bei Ihnen steht im Programm, Sie wollen eine ausgewogene Partnerschaft mit Russland und den USA. Sind Sie sich jetzt eigentlich einig mit der Frau Wissler? Also an den, sehr interessant, an den äußersten politischen Rändern hat man ein gewisses Faible für Russland und Putin. Dass Lindner als politischer Akteur die Aussagen von Weidel verzerrt, ist die eine Sache. Es ist aber so, dass sich hier die Tagesschau einfach unkritisch den Aussagen von Lindners bedient. Die Aussagen nicht kritisch hinterfragt, sondern sie nimmt als Alibi, was sich allein auch daraus ergibt, dass Weidel die NATO beibehalten will, wodurch die USA ja einen besonderen Status hat. Zudem sagt Weidel, dass es darum gehe, Gesprächskanäle nach Russland oder nach China offen zu halten. Das hat nichts damit zu tun, dass man Russland, China und die USA auf die gleiche Stufe stellt. Wollen Sie ersatzlos abschaffen, trotz der weil Sie eben, darf ich das bitte zu Ende führen? Darf ich auch mal ausreden? Ja, ja klar, aber es ist eine Frage. Genau, richtig. Ja, und ich würde sehr gerne beantworten, auch wenn Sie mich nicht antworten lassen, dann führt die Diskussion einfach zu nichts, nicht wahr? Gerne. Auffällig war eine Unterbrechung des Moderators. Weidel hatte kaum gesprochen, schon unterbrach der Moderator sie mit der Krim. Er möchte suggerieren, ja, wir tun unsere Pflicht, wir informieren den Bürger. Wir müssen jetzt den Bürger dringend informieren, dass Russland die Krim annektiert hat. Kurz zuvor hatte das aber die Moderatorin schon einmal erwähnt, bei Wissler. Das heißt, diese Unterbrechung, sie war vollkommen überflüssig, es war reines Framing. Und es verdeutlicht die Absicht des Moderators, die AfD in eine bestimmte Ecke zu rücken, zu framen. Diese Unterstellung nicht in Ordnung. Ich habe überhaupt keine, das habe ich eben deutlich gesagt, ich habe überhaupt keine Sympathien für das russische Regime. Die NATO soll sich verändern, wie sieht es bei Ihnen aus, Sie gegen die Frage, Frau Weidel? Auffällig war auch, dass der Moderator Wissler abwürgte, als sie seine Verzerrung klarstellen wollte. Er sagte ja, die Linke hätte ein Faible für Russland und das war aber in dem Statement von Wissler erkennbar nicht der Fall.
sie stellt das klar und er tut so, ja, sie redet jetzt irgendwas und er muss sie jetzt abwürgen. Und das wäre natürlich redlich. Diese Vorkommnisse zeigen aus meiner Sicht, dass man sich die größten Sorgen machen muss. In allen Bereichen ist die Medienberichterstattung aggressiv. Auch dass Alice Weidel als Corona- und Klimaleugnerin bezeichnet wird, ist an sich totalitär. Während hier in Deutschland die Leute das Gefühl haben, sie tun genau das Richtige, sie sind vollkommen normal, sie schwimmen Mainstream mit, isoliert sich Deutschland in Wahrheit international. Deutschland hat in Wahrheit wenig Freunde noch. Zusammenfassend zeigt sich hier die allgemeine Strategie gegenüber der AfD. Man tut neutral, aber heimlich versucht man, die AfD klein zu halten dadurch, dass man sie möglichst selten erwähnt und sie verzerrt. Die AfD durfte jetzt ein paar Mal in Talkshows anwesend sein. Und das wird getan, damit sich die AfD möglichst nicht beschweren kann. Die AfD soll jetzt das Gefühl haben, okay, wir dürfen auch in die Talkshows. Aber wenn man sich den Vergleich anguckt, es ist ja momentan eine Schwemme von Politikern in Talkshows, dann ist der Anteil der AfD immer noch sehr klein. Während in den Talkshows mit hoher Reichweite gefühlt jedes zweite Mal die CDU oder die Grünen zu Gast sind, ist es bei der AfD immer noch ganz selten der Fall. Und die Öffentlich-Rechtlichen scheinen Erfolg damit zu haben. 75% haben im Juni ausgeschlossen, AfD zu wählen, und wenn man den Umfragen glaubt, hat sich daran nichts geändert. Aus meiner Sicht kann man aber nach den Negativjahren 2019 und 2020 froh sein als AfD, wenn man es überhaupt über 10% schafft. Ihr könnt da schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut!